Hallo meine Freunde des Grindes und willkommen zurück hier auf meinem YouTube-Kanal. Heute gebe ich euch ein paar Leveling-Tipps bzw. ein paar Items und ein paar Crafting-Rezepte, womit ihr eine einfachere Zeit durch die Kampagne haben könnt. Öffne ich nun also mal mein Inventar, könnt ihr sehen, ich habe bereits ein paar Uniques für uns vorbereitet und das wohl bekannteste Unique ist die Tabula Rasa. Eines der besten, wenn nicht sogar das beste Leveling-Unique, das ihr euch holen könnt für ein paar Chaos-Orbs. Am Anfang der League wird diese relativ teurer sein, jedoch je länger die League geht, desto billiger wird dieses Item. Das Besondere an der Tabula ist, dass wir 6 weiße Sockets haben, das heißt ihr könnt jeden Skill-Gem oder Support-Gem da reinmachen, den ihr wollt, sei es rot, grün oder blau, und ihr habt bereits 6 Link, denn das ist sie auch immer. Der Helm, den ich immer benutze fürs Leveling, ist Goldrim, denn dieser gibt zu jeder Resistenzart, also Blitz, Kälte oder Feuer, nochmal mindestens 30 bis 40%. Wenn ihr Schuhe braucht, könnt ihr die Wanderlust benutzen. Diese geben euch 20% Increased Movement Speed und ihr könnt nicht eingefroren werden. Wenn ihr ein bisschen reicher seid, könnt ihr euch auch die 7 League Step holen. Diese geben euch ganze 50% Increased Movement Speed. Dafür könnt ihr jedoch eingefroren werden. Als Handschuhe benutze ich meistens für den Anfang die Lochtonial Caress. Diese geben sehr viel Attack Speed, Cast Speed. Und wir haben die Chance, dass wenn wir einen Gegner töten, wir entweder einen Powered, Frenzy oder Endurance Charge bekommen. Manche Builds benutzen auch die Rimsorrow zum Beispiel. Diese geben nämlich 50% des Physical Damage, ist zu Kälteschaden konvertiert, was noch sehr angenehm sein kann. Es gibt verschiedene Gürtel, die wir benutzen können, ja, oder die euch helfen können. Mein Favorit ist ab Level 16 The Magnate, denn dieser gibt euch, wenn ihr mindestens 200 Stärke habt, nochmal einige Bonusresistenzen obendrauf. Es gibt auch Gürtel wie die Worms Mold, ja, welche einfach nur Level 8 benötigen, die noch ein bisschen Physical Damage Leech geben. Und der Meganuts Gürtel, der auch für Melee Builds ganz interessant sein kann, denn dieser gibt sehr viel Stärke, noch ein bisschen physischen Schaden obendrauf, 10% Increased Max Life, was echt nicht wenig ist. Und ein bisschen Kälteresistenz und nochmal mehr Lebensrecovery von der Life Flask, das heißt diese regeneriert mehr Leben. Die Go-To-Ringe, die ich meistens benutze, ist entweder der Parandus Signet für den Anfang, denn dieser gibt 2% Increased Experience Gain, was echt nicht zu unterschätzen ist, und wir bekommen nochmal mehr Wisdom Scrolls, auch am Anfang kann das sehr angenehm sein. Durch die Increased Mana-Regeneration-Rate, die er uns gibt, haben wir so gut wie keine Mana-Probleme, ab Level 22 jedoch gehe ich meistens über den Praxisring. Dieser hat nämlich diese schöne Linie da stehen, minus 5 to total Mana Cost of Skills, das kann rollen von minus 4 bis minus 8, minus 8 ist hier das Beste. Und wenn ihr 2 Stück dieser Ringe habt, werdet ihr so gut wie gar keine Mana Probleme mehr haben. Als Amulett empfehle ich am Anfang meistens den Karui Ward, denn dieser gibt uns nochmal mehr Movement Speed, denn wir möchten so schnell wie möglich durch die Kampagne durch. Oder ab Level 20 das Astra Mantis, damit ihr gar keine Attributprobleme mehr besitzt. Denn dieser kann euch bis zu 130 ungefähr auf alle Attribute geben. Es gibt jedoch nicht nur Uniques, die wir benutzen können, es gibt auch einige Crafting-Rezepte, die sehr interessant sind. Legen wir nun also mal kurz die ganzen Uniques wieder weg. Habe ich hier in diesem Tab auch schon was Schönes vorbereitet. Seid ihr ein Spellcaster und braucht ein bisschen Increased Spell Damage, gibt es 2 schöne Crafting-Rezepte mit den Omen Wands hier. Dafür benötigen wir jedoch noch 2 Blacksmith Whetstones bzw. ein. Und wenn wir nämlich diesen Wand verkaufen, plus einen blauen Gürtel, plus diesen Blacksmith Whetstone, bekommen wir diesen Zauberstab zurück mit 16% Increased Spell Damage. Nehmen wir jetzt statt einem blauen Gürtel einen gelben Gürtel, also einen Rare Gürtel, haben wir nun mindestens 20 bis 29% Increased Spell Damage, die wir darauf rollen können. Und würden wir statt diesen Chain Belt, dann ist es wichtig, dass wir Chain Belts benutzen. Benutzen wir nämlich keinen Chain Belt, bekommen wir das nicht. Habt ihr nun sogar noch einen Unique Chain Belt, könnt ihr sogar noch mehr Spell Damage rausholen. Take care. So, als nächstes haben wir dann nämlich noch was Schönes. Habt ihr einen Skill, der sehr, sehr stark mit Level skaliert, das tun die meisten Spell Skills, habt ihr nämlich die Möglichkeit, sobald ihr diese habt, wenn ihr 2 Skill Gems habt, die mindestens 40% Quality zusammen, also Qualität zusammen besitzen, 40 ist das Minimum, könnt ihr diesen Zauberstab verkaufen plus den 2 Gems und bekommt einen Zauberstab zurück, der plus 1 zu allen Level of Lightning Spell Skill Gems gibt. Wichtig ist, dass wenn ihr hier diesen Spell Skill Gem habt, dass dieser dann auch den Tag Lightning besitzt. In der zweiten Linie unter dem Namen steht nämlich Lightning, Minion, Spell und Golem.
Steht dort nicht Lightning, sondern zum Beispiel bei beiden Fire, bekommt ihr statt Lightning nämlich plus 1 to Fire Spells. Steht statt Fire oder Lightning Cold, bekommt ihr Kälte Spells. So, habt ihr einen Spell, der nun statt auf Level noch auf Damage skaliert, heißt nochmal zu Damage, den wir dazufügen, wie zum Beispiel der Zauberstab hier hat er schon, 84 Lightning Damage zu Spells. Habt ihr das jetzt nicht, könnt ihr einen blauen Zauberstab nehmen, einen blauen oder Rare, also gelben Ring und ein Orb of Alteration. Das Wichtige ist jedoch wieder, benutzen wir einen Saphir-Ring, bekommen wir wieder Kälteschaden obendrauf, benutzen wir einen Topaz-Ring, bekommen wir Blitzschaden und benutzen wir einen Rubin-Ring, bekommen wir Feuerschaden obendrauf. Je nachdem, welche Stufe, also welche Rarity dieser Ring hat, Magic oder Rare, bekommt ihr nämlich mehr Schaden drauf. Wenn wir nun sehen, dieser Topaz-Ring ist Rare, das heißt statt 19 zu 18 haben wir hier 3 zu 46. Dafür geht das Level-Requirement hoch, doch dieses ist auf Rare Level 20. Habt ihr jetzt nämlich einen Skill wie Stormblast Mine, würde ich euch empfehlen, dieses Crafting-Rezept mit dem Topaz-Ring zu machen auf Level 20, denn das ist ein sehr, sehr starker Damage-Boost. Spielt ihr nun ein Melee-Build, müsst ihr alle, oder ich würde zumindest jeden Akt, eure Waffe einmal upgraden. Das Gute ist, dass es hierfür auch ein Crafting-Rezept gibt. Habt ihr genug Blacksmith Redstones, würde ich noch empfehlen, die Qualität hochzuklatschen auf 20%. Das sind nämlich nur 4 Stück. Verkaufen wir jetzt nämlich diesen Jade Shopper plus einen blauen Rustic Sash. Es ist wieder wichtig, dass es ein Rustic Sash ist. Und ein Blacksmith Redstone bekommen wir diese Axt mit Increased Physical Damage zurück. Haben wir statt einem Magic einen Rare Gürtel, bekommen wir sogar noch mehr Increased Physical Damage. Ein sehr gutes Crafting-Rezept für Melee-Builds. Nun haben wir noch die Möglichkeit, Amulette zu verändern, beziehungsweise habt ihr mal keinen Topaz oder Ruby oder Saphir-Ring, könnt ihr diese nämlich auch herstellen. So, verkaufen wir nämlich ein Amulett mit einem Gem auf jeder Farbe, das heißt einem roten, einem grünen, einem blauen Gem, dabei ist egal, was für ein Level dieser hat oder welche Qualität, bekommen wir immer ein Onyx-Amulett, welches uns nochmal alle Attribute gibt, auf dem wir dann ein bisschen craften können. Wir könnten zum Beispiel ein Orb of Alchemy draufhauen, damit es rare ist, oder wir könnten einfach nur Resistenz und noch etwas anderes draufklatschen. Es ist egal, was für ein Amulett ihr hier benutzt. Benutzt ihr nämlich statt dem Amber-Amulett ein Korall-Amulett, bekommt ihr ebenfalls das Onyx-Amulett raus. Nun ist die Sache, braucht ihr zum Beispiel einen Topaz-Ring, um das vorher angesprochene Wand-Recipe zu machen, dann, oder sogar auch einen Rubin oder einen Saphir-Ring, könnt ihr Iron Rings nehmen und einfach einen blauen, roten oder gelben Gem verkaufen, grünen Gem verkaufen und bekommt dann dementsprechend die Ringe dafür raus. Verkauft ihr einen Iron Ring plus einen roten Gem, bekommt ihr einen Rubin-Ring. Verkauft ihr einen Iron Ring mit einem blauen Gem, bekommt ihr einen Saphir-Ring. Und verkauft ihr einen mit einem grünen Ring, bekommt ihr einen Topaz-Ring. Ja, hier auch nochmal. So, das sind so die Crafting-Rezepte, die ich am Leakstart oder auch fürs Leveling immer benutze. Ich hoffe, dieses Video konnte euch ein bisschen helfen. Wenn es so ist, schreibt es mir doch in die Kommentare, lasst ein Like da, followt und ich freue mich, euch im nächsten Video wiederzusehen. Euer Zertorius.